Die verantwortlichen Ermittler aus Indonesien, die gerade beim Lion Air-Fall damit beschäftigt sind, den Absturz einer Boeing 737 MAX, die gerade mal 2 Monate auf dem Buckel hatte, aufzuklären, die haben jetzt einen ersten sehr interessanten Bericht veröffentlicht. In diesem Bericht werden die Fakten ganz neutral vorgestellt, die Fakten erzählt und die Faktoren etwas näher beleuchtet, die mit absoluter Sicherheit zum Absturz der Maschine beigetragen haben. Das ist noch nicht der finale Abschlussbericht. Bis der kommen wird, wird es noch sehr, sehr lange dauern und da gibt es auch noch einige wichtige Fragen zu klären. Aber dieser aktuelle Bericht, der bringt schon mal ordentlich Klarheit in das ganze Thema. Und wir schauen uns jetzt mal an, was in diesem Bericht drinsteht, welche Faktoren da laut Bericht zu diesem Absturz geführt haben könnten oder geführt haben und was das für den Flugzeughersteller Boeing sowie auch für die Fluggesellschaft Lion Air in Zukunft bedeuten könnte. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, an diesem Mittwoch präsentierten also die verantwortlichen Ermittler, die gerade damit beschäftigt sind, den Absturz des Lion Air Fluges 610 aufzuklären, einen ersten Bericht. Bei diesem Unglück vor ziemlich genau einem Monat stürzte eine ziemlich neue, gerade mal 2 Monate alte Boeing 737 MAX 8 der indonesischen Billigfluggesellschaft Lion Air mit 189 Menschen an Bord, gerade mal 13 Minuten nach dem Start in Jakarta, nahe der Hauptstadt Jakarta ins Meer. Dabei starben alle Insassen der 737 und seitdem wird angefeuert durch immer neue Erkenntnisse die Schuld für diesen Absturz des Lion Air Fluges von einem Beteiligten zum nächsten geschoben. Mal sind die Piloten schuld, mal ist der Flugzeughersteller Boeing schuld und mal ist die Fluggesellschaft Lion Air schuld an diesem Unglück. Ganz so einfach lässt sich die Schuldfrage also auf jeden Fall nicht beantworten und die Wahrheit wird irgendwo dazwischen liegen. Aber der erste Bericht, der jetzt von den Ermittlern veröffentlicht wurde, der gibt uns schon mal einen guten Einblick in das, was da passiert ist. Dabei liegt besonderes Augenmerk, aber das ist auch schon seit einiger Zeit bekannt, auf den sogenannten Angle of Attack Sensoren der Boeing 737. Diese Thematik, was das mit den Sensoren da auf sich hat, wozu die da sind, was die da messen, was der Anstellwinkel überhaupt ist und wie wichtig er fürs Fliegen ist, das haben wir alles schon mal im vorherigen Video zu diesem Absturz erklärt. Also das müssen wir jetzt nicht alles nochmal aufrollen. Spätestens mit diesem Bericht ist nun aber sicher, dass einer der beiden Anstellwinkelsensoren dieser Boeing 737 MAX auf diesem Lion Air Flug 610 auf jeden Fall fehlerhaft war. Und somit ja auch fehlerhafte Werte an den entsprechenden Computer der 737 weitergegeben hat. Ich weiß leider nicht genau, wie die Boeing 737 in einem solchen Fall mit unterschiedlichen Werten von den beiden Anstellwinkelsensoren umgeht, aber es ist so, dass es einen Sensor auf der Seite des Kapitäns gibt, der im normalen Betriebsmodus auch dafür zuständig ist, die Instrumente und Anzeigen des Kapitäns mit Daten zu füttern und mit Werten zu füttern. Und es gibt dementsprechend einen Sensor auf der Seite des First Officers, der dafür zuständig ist, die Instrumente und Anzeigen des ersten Offiziers mit Werten zu füttern. Der fehlerhafte Sensor dieser Boeing 737 MAX im Falle des Lion Air Fluges 610 gab nun wohl einen um bis zu 20 Grad zu hohen Anstellwinkel an, teilweise, was für den Computer der 737 bedeutete, dass das Flugzeug sich gerade in einem Strömungsabriss befindet. Jetzt muss man wissen, dass es einen Unterschied zwischen dem Anstellwinkel und der sogenannten Pitch gibt. Denn Pitch beschreibt nur den Winkel zwischen dem Horizont und der Flugzeuglängsachse, während der Angle of Attack, der Anstellwinkel, den Winkel zwischen der Profilsehne, der Tragfläche beschreibt und der Richtung der freien Luftströmung. Ist jetzt allerdings während des Fluges der Anstellwinkel, der Angle of Attack, zu groß und er soll umgehend plötzlich verringert werden, dann muss auch erst einmal die Pitch verringert werden. Und das weiß auch die Boeing 737 MAX. Und damit die Verringerung der Pitch und damit die Verkleinerung des Winkels zwischen der Flugzeuglängsachse und dem Horizont und damit im Idealfall ja auch die Verringerung des Angle of Attacks wirklich so durchgeführt wird, wie das in einem solchen Fall passieren sollte und unbedingt passieren sollte, hilft die Maschine an dieser Stelle selbst nach. Das System, das für diese Funktion zuständig ist, nennt sich Maneuvering Characteristics Augmentation System, kurz MCAS. Es soll den Piloten unterstützen, es soll ihm helfen, in dieser wichtigen Situation den Anstellwinkel des Fliegers zu verkleinern und somit aus der gefährlichen Strömungsabrisssituation wieder rauszukommen bzw. von der Grenze zum Strömungsabriss wegzukommen, zurück in den Bereich eines sicheren Flugzustandes. Dabei greift das System in die Trimmung des Fliegers ein. Das kann man bei der Boeing 737 ganz gut nachvollziehen, denn die hat noch so große manuelle Trimmräder da links und rechts neben den Schubhebeln. Die drehen sich dann nach vorne, das heißt, die Nase des Fliegers wird nach unten getrimmt. Das in einem Zeitraum von 10 Sekunden um ungefähr 2,5 Grad. Dabei bewegt das System den gesamten sogenannten Horizontal Stabilizer des Flugzeuges hinten am Heck. So wird bei vielen Flugzeugen, aber vor allem bei großen Verkehrsflugzeugen nämlich getrimmt. Nach diesen 10 Sekunden, wo das System eingegriffen hat, kann sich der Anstellwinkel im Idealfall jetzt so weit verringert haben, dass der Flieger oder dass der Computer durch Hinzunehmen der Indicated Airspeed, der angezeigten Fluggeschwindigkeit,
dann entscheidet, okay, der Flieger befindet sich jetzt wieder in einem sicheren Flugzustand, oder es entscheidet eben, okay, der Anstellwinkel ist noch immer zu groß, das heißt, das System greift wieder für 10 Sekunden ein und so geht das immer weiter, bis der Computer entschieden hat, okay, das Flugzeug befindet sich jetzt wieder in einem sicheren Flugzustand und ich muss nicht nachhelfen und die Nase nicht weiter nach unten trimmen. Jetzt gibt es aber ein blödes Problem, und zwar bei Lion Air Flug 610 ist das jetzt also so abgelaufen, aber der Anstellwinkelsensor, der Angle of Attack Sensor, der dafür zuständig war, den entsprechenden Wert an die Systeme weiterzugeben, der war ja jetzt fehlerhaft. Das heißt, das Flugzeug befand sich die ganze Zeit in einem sicheren Flugzustand, wo es geradeaus fliegen konnte, die Höhe halten konnte. Aber der Computer dachte nur, das Flugzeug befindet sich extrem nah an einem Strömungsabriss oder in einem Strömungsabriss und er trimmt deswegen die Nase immer weiter nach unten, entscheidet danach, wenn er das getan hat, sie noch weiter runter zu trimmen und zwingt damit das Flugzeug in einen gefährlichen Sinkflug. Nur 19 Kilometer war die Boeing 737 MAX der Lion Air in diesem Fall vom Flughafen Jakarta entfernt, als die Piloten über Funk die entsprechenden Probleme mit der Steuerung meldeten. Um das Problem zu lösen, muss der Pilot jetzt also dieses System übergehen. Er muss den Anstellwinkel und die Fluglage des Flugzeuges händisch, manuell kontrollieren, ohne dass das System ihm ständig dazwischen funkt. Aber wie macht er das denn jetzt? Der Flugzeughersteller Boeing sagt, Informationen zum MCAS und darüber, wie man das System übergehen kann, findet man im Handbuch und in den entsprechenden Procedures der Boeing 737. Die Airlines und Piloten sagen nun teilweise, dass der Flugzeughersteller nicht ausreichend über dieses neue System der 737 MAX informiert hätte. Und wo da jetzt genau die Wahrheit liegt, das wird jemand anderes entscheiden müssen und für diese Entscheidung wird man sich auch sicherlich noch eine ganze Weile Zeit nehmen, denn damit schiebt man ja automatisch einen großen Teil der Schuld zu einer der beteiligten Parteien. Wir wissen aber jetzt auf jeden Fall, dass die Piloten das Problem nicht handeln konnten, nicht einfach übergehen konnten und nicht lösen konnten. Das bedeutet, in 11 Minuten Flugzeit waren die Piloten 26 Mal damit beschäftigt, gegen das System zu arbeiten, das die Nase weiter nach unten trimmt, und sie haben versucht, die Fluglage händisch manuell zu kontrollieren und haben es nicht geschafft. In diesen begrenzten Zeitperioden, in denen das System gearbeitet hat, haben sie also immer gegen das Flugzeug gearbeitet. Das immer wieder, und am Ende haben sie die Kontrolle über die Maschine verloren und stürzten mit knapp 730 km/h ins Meer. Und das konnte selbstverständlich niemand überleben. Fraglich ist nun auch, warum die Piloten an diesem Tag das Problem nicht so handeln und lösen konnten, wie es die Piloten am Vortag gemacht haben bei dieser Boeing 737 MAX. Denn die Crew, die am Tag zuvor mit dieser Maschine nach Jakarta geflogen war, die hatte ja ein ähnliches oder scheinbar sogar gleiches Problem. Auch da arbeitete das MCAS und die Piloten mussten auch hier das System übergehen mit den entsprechenden Procedures dafür und so das Flugzeug manuell, händisch wieder in einen sicheren Flugzustand bringen. Diese Geschichte weitergedacht wirft jetzt aber natürlich noch viel mehr Fragen auf. Denn wie kann es sein, dass ein Flugzeug am nächsten Tag, obwohl es über Nacht in der Wartung war und scheinbar das Problem gelöst worden war, wie kann es am nächsten Tag mit scheinbar ein und demselben Problem wieder abheben? Die Problematik ist jetzt also ziemlich klar. Nur wem kann man jetzt die Schuld geben? Dem Flugzeughersteller Boeing, weil er in den Handbüchern der Maschine oder in anderen informativen Dokumenten nicht ausreichend über das neue System und die Funktionsweise und wie man es ausschalten bzw. übergehen kann, informiert hat? Das System wurde ja auf jeden Fall in den Handbüchern erwähnt und es gibt auch Procedures dafür. Man muss jetzt nur bewerten, ob dem Ganzen nicht genug Aufmerksamkeit geschenkt wurde, sodass die Piloten über die entsprechende Funktionsweise und über die nötige Vorgehensweise gar nicht richtig informiert sein konnten. Oder waren die Piloten schuld, weil sie sich nicht vernünftig über ihr eigenes Flugzeug informiert hatten? Oder ist vielleicht was schiefgelaufen, weil nicht genug Aufmerksamkeit in den entsprechenden Kursen für dieses System aufgebracht wurde, als das Type Rating der Piloten von der 737-800 auf die 737 MAX erweitert wurde? So konnten sie eventuell die Funktionsweise und das System gar nicht wirklich verstehen und so führte ja dann am Ende des Tages womöglich ein einfach blöder Bedienungsfehler zu diesem Absturz und zum Tod von 189 Menschen. Oder man gibt der Billigfluggesellschaft die Schuld, denn die durfte aufgrund ihrer mangelhaften Sicherheitsstatistik von 2007 bis 2016 nicht mal in EU oder USA Lufträumen fliegen. Ist es also eventuell möglich, dass die Fluggesellschaft ein Flugzeug mit einem massiven technischen Problem, über das sie ja informiert waren, am nächsten Tag einfach so mit 189 Menschen an Bord hat starten lassen, obwohl sie wussten, dass es wieder Probleme geben könnte? Das sind sehr wichtige Fragen, die aber auch gleichzeitig sehr schwer zu beantworten sind. Lion Air Flug 610 reiht sich damit nun aber wirklich sicher in eine große Anzahl an Flugbeispielen ein, wo Mensch und Computer zusammen nicht so funktioniert haben, wie man sich das irgendwann mal gedacht hat. Das ist eine ewige Diskussion. Computer oder Automatisierung generell im Allgemeinen macht das Fliegen einfacher, entlastet die Menschen an Bord, sorgt aber auf der gleichen Seite wieder dafür, dass das Fliegen auch komplizierter wird, weil es komplizierter wird, das entsprechende System zu bedienen.
Und dadurch wird die ganze Geschichte ja wieder unsicherer. Im Jahr 2009 zum Beispiel, da war Sully, der mit seiner Landung auf dem Hudson River eigentlich alle Befürworter von weiterer Automatisierung im Flugzeug verstummen ließ, weil ein Computer hätte die Situation nicht so gut handeln können, wie er das getan hat, mit seiner Erfahrung und mit seinem Können und mit seinem Wissen. Damit hat er die Menschen gerettet und ein Computer hätte das Problem wohl nicht so gut lösen können. Im gleichen Jahr gab es dann aber den Absturz des Air France A330 auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris, mitten über dem Atlantik. Und hier hätte man sich dann den Computer gewünscht, weil er die ganz klaren Fehler des fliegenden Piloten eventuell wohl dann nicht gemacht hätte. Und jetzt stehen wir ja wieder vor einer ähnlichen oder sogar der gleichen Diskussion. Ein Computer, der das Fliegen eigentlich einfacher und sicherer machen soll, der soll jetzt für den Absturz gesorgt haben. Irgendwie ein bisschen doof. Und was macht man da denn jetzt? Das ist eine Frage, die ich gerne an euch weitergeben würde. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen dabei. Diskutiert gerne mal ein bisschen in den Kommentaren, ob die weitere Automatisierung das Fliegen jetzt noch sicher macht oder ob es einfach nur dafür sorgt, dass Piloten ihr Flugzeug nicht mehr richtig kennen, es nicht mehr richtig handeln können, wenn die Systeme eben nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.